zusammen. Zurzeit können wir ja keinen Sport in der Schule machen, aber ihr könnt auch euch zu Hause ein bisschen fit halten. Wir haben euch ein paar Übungen zusammengestellt, die ihr ganz bequem alleine oder mit euren Geschwistern machen könnt. Passt bitte auf das Geschirr, auf die Tische, auf die Stühle und auf die Möbel auf, dass ihr euch da vielleicht nicht wehtut. Wir dürfen auch keine Musik darunter legen, aber vielleicht könnt ihr euch selber Musik dazu machen. Wir hatten auch ohne Musik sehr viel Spaß dabei. Dies ist Teil 1. Du kannst zum Beispiel den Hampelmann immer wieder mal machen. Zählen wir mal bis 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, ein bisschen ausschütteln. Dann die Schultern kreisen. Ein paar Mal. Da brauchst du nicht mal aufs Geschirr aufzupassen. Da stehst du nur da. Da kannst du ganz schnell auf der Stelle rennen. So schnell wie du kannst. Für die nächste Übung brauchst du einen Papierkorb oder eine Schüssel. Die Schüssel stellen wir auf den Fußboden, treten etwas weiter zurück, machen Papierkügelchen und versuchen in die Schüssel den Kochtopf oder den Papierkorb zu treffen. Du kannst auch weiter weggehen ins Nachbarzimmer und durch die Tür schießen. Seht ihr? Ich schaff's auch nicht. Kannst du auch machen, wenn du mal still sitzen sollst, weil du jetzt schon die ganze Zeit durch die Wohnung geflitzt bist für Sport. Da fangen wir ganz einfach mit dem Fahrradfahren auf dem Stuhl an. Dafür muss dein ganzer Popo auf der Stuhlfläche sein. Du lehnst dich zurück in den Sitz, in die Lehne und fährst einfach ein bisschen Fahrrad in der Luft. Das ist ganz schön anstrengend, vor allem hier im Bauch irgendwann und in deinen Oberschenkeln. Und dann kannst du auch mal schneller werden oder mit ganz viel Kraft den Berg hinauffahren. Da muss man langsamer sein. Und da kannst du einfach ein bisschen Fahrrad fahren sozusagen. Du brauchst nicht mal Platz oder ein Fahrrad zu Hause. Dies waren kurze 3 Minuten Sport. Du siehst, es geht ganz einfach. Entweder machst du mit Teil 2 weiter oder wiederholst ganz einfach nochmal Teil 1. Tschüss, bis zum nächsten Mal.